für Bikes stehen in deinem Stall? In meinem Stall steht eine Panamerika, zwei Streetglides und in 3 Wochen ein Rotglides. Und wann machst du den Verleih dann auf? Nachdem meine Frau die so viel reisen, müssen wir die Kilometer ein bisschen aufteilen. Wir fahren im Jahr ca. 20.000, 25.000. Und das geht sich dann nicht mehr aus auf einmal. Verstehe. Wie kamst du denn zur ersten Harley? Weißt du das noch? Ich komme eigentlich aus der Straße, bin auf der Rennstrecke gefahren, habe dann einmal 10 Jahre Pause gemacht, nach einem Unfall von einem Freund von mir. Und irgendwann hat sich mein Nachbar, hat den Führerschein gemacht, hat sich eine Harley gekauft und hat mich gebeten, dass ich zum Harley-Dealer führe. Und wie ich reingegangen bin bei der Tier, habe ich noch nicht gewusst, dass ich eine Stunde später eine Harley habe. Das ist ganz spontan entstanden. Super, schöne Entscheidung. Und kannst du beschreiben, was der Unterschied ist zwischen Harley und den anderen Bikes, die du gehabt hast? Emotion. Bei jedem, ich habe schon viele Bikes probiert, auch in der letzten Zeit, beim Kauf der Panamerika. Es ist einfach, Harley ist eine Emotion. Die anderen Bikes sind sicher super Bikes, aber das ist nicht mein Leben. Verstehe. Ja. Wie wichtig ist die Gemeinschaft für dich? Weil die gibt es ja bei Harley auch anders als bei den anderen. Ich muss gestehen, sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum wir als Oberösterreicher spontan uns entschieden haben, dass wir ein paar Tage länger dabei sind bei der Charity, weil man einfach einen riesen Freundeskreis hat und man freut sich einfach, die Leute wieder zu treffen, die man vielleicht das ganze Jahr nicht sieht, weil sie in ganz Österreich verstreut sind. Ja. Bei welchem Club bist du dabei? Ich bin der Vizepräsident bei der Iron City Steyr. Und die Charity Tour. Wie kam die in dein Leben? Seit wann bist du immer wieder dabei? Kannst du das nur festmachen? Eigentlich seit Beginn an, ja, jedes Jahr. 96 warst du auch schon da? Nein, von seit ich Harley fahre wieder, so. Also seit, ich sage mal, 12, 13 Jahren. Bin ich eigentlich immer dabei. Und hat sich da was geändert oder würdest du sagen, nein, eigentlich ist es immer der gleiche Spirit oder gibt es da Unterschiede, die dir einfallen? Nein, es ist schon immer wieder ein Unterschied. Heuer zum Beispiel war das Wetter, obwohl es schlecht gemeldet war, genial. Die Leute waren alle super drauf und es ist richtig gefeiert worden, speziell gestern in Riev. Das war richtig genial. Aber von der Charity, ich glaube, der Sinn der Sache war immer derselbe. Ich finde, der Toni zum Beispiel, das, da hat es, glaube ich, nicht nur mir gestern die Gänsehaut und die Tränen druckt, was der Mensch macht mit den 30.000 Euro, die er als Betroffener selber sammelt. Das ist für mich so faszinierend. Und es gibt natürlich auch mittlerweile aufgrund der Öko-Personen, habe ich mir einer Geschichte erzählt, wo die Leute gesagt haben, nehmt den Treibstoff und spendet den und fahrt nicht mehr durch die Gegend. Mit dem kann ich natürlich gar nichts anfangen. Aber ja, ich finde, der Spirit wird hochgehalten. Es wird zwar immer schwieriger, Spenden zu erhalten, das auch in Zeiten wie diesen, Pandemie, Krieg und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das wird noch lange weitergehen. Genau. Ja, das heißt, deinen Worten würde ich entnehmen, nach dem zweiten Motto von uns seit La Bentel bist du auch nächstes Jahr wieder dabei. Definitiv, nächstes Jahr vom 1. bis zum letzten Tag. Super, sehr geil, Otto. Ja. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Danke dir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel.